Ja, und damit ein herzliches Willkommen zum ersten Viertelfinale hier an der Weltmeisterschaft in Brasilien. Es trifft der Gastgeber auf Japan. Und ja, ich schalte direkt rein ins Stadion zu diesem ersten Viertelfinalspiel. Viel Spaß! Und damit ein herzliches Willkommen aus dem Estadio Castelao hier in Fortaleza zu diesem ersten Viertelfinalspiel. Es treffen hier der Gastgeber Brasilien, der fünffache Weltmeister, und Japan aufeinander. Japan ja in diesem Viertelfinale. Japan, glaube ich, das erste Mal überhaupt im Viertelfinale. Ich habe das nicht genauer recherchiert. Aber natürlich ist hier Brasilien der große Favorit auf den Sieg. Brasilien will hier mit einem Sieg die Halbfinalqualifikation klar machen. Und natürlich sind sie auch der ganz, ganz klare Favorit. Ja, und dann auf der anderen Seite die Japaner, der krasse Außenseiter. Das wäre natürlich hier ein Ding, wenn die Japaner dieses Spiel hier gegen Brasilien gewinnen können und dann ins Halbfinale einziehen würden. Aber ich denke, persönlich wird das nicht passieren. In echt wird dieses das Viertelfinale auch von Brasilien bestritten. Aber in echt trifft Brasilien hier in dieser Partie auf Kolumbien. Jean-Claude Dandicat aus Haiti ist der Schiedsrichter dieser Partie. Ja, eben wie gesagt, in echt Brasilien gegen Kolumbien. Da würde ich mich jetzt nicht unbedingt auf eine Prognose rauslassen, denn Brasilien hatte gegen Chile im Achtelfinale doch einigermaßen zu kämpfen. Erst im Elfmeterschießen haben sie gewonnen und hatten davor auch noch sehr, sehr viel Glück, als der Chilene, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ein Chilene hat da nur die Latte getroffen mit einem der letzten Angriffe in der 120. Minute. Und da hätten natürlich die Brasilianer nicht mehr darauf reagieren können. Ja, die Japaner, die sind natürlich in echt schon lange ausgeschieden. An ihrer Stelle stehen die Kolumbianer, die aber hier bei mir im Turnier auch noch mit dabei sind, die ebenfalls das Viertelfinale erreicht haben und die werden wir dann noch sehen. Und ja, dann wären wir jetzt hier gleich beim Thema. Ich habe einige Zeit damit verbracht, mir zu überlegen, was könnte ich jetzt in diesen Spielen hier noch erzählen, über was könnte ich noch berichten. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte keine wirkliche Idee. Ich wusste nicht oder ich konnte mir nichts irgendwie zusammenbasteln, was noch halbwegs interessant wäre und was wir nicht schon gehabt haben in den Folgen zuvor. Und ja, deshalb entschuldige ich mich jetzt schon für das, was jetzt kommen wird, denn die nächsten 8 Spiele werden mehr oder weniger jetzt wirklich nur noch das Kommentieren des Spieles sein. Oh, hier Fred, schön durchgesetzt. Und ein erster Abschluss aufs Tor der Brasilianer. Ich werde versuchen, das Spiel einigermaßen spannend zu kommentieren. Das wird mir natürlich nicht gelingen, weil ich bin kein Kommentator. Ich kann das gar nicht. Und deshalb hoffe ich, ihr schaut es euch trotzdem an, wenn euch mein Kommentar irgendwie nerven sollte oder was weiß ich, dann könnt ihr mich ja auch stumm schalten. Ihr seht das Spiel ja dann trotzdem. Oder ihr skippt einfach nach vorne und schaut nur das Ergebnis an. Ich habe echt keine Ahnung, was ich noch für Fakten reinbringen könnte, denn ich habe ja schon die Geschichte des Landes an Weltmeisterschaften hatten wir schon. Wir hatten schon der Weg, wie sie sich qualifiziert haben. Wir hatten schon das Thema Landesvorstellung. Wir hatten schon das Thema, läuft die nationale Meisterschaft ab? Wie haben sie bei den kontinentalen Meisterschaften abgeschlossen? Wir haben die komplette Geschichte der Weltmeisterschaft durchgewälzt in den dritten Gruppenspielen, als wir da die einzelnen Turniere genauer betrachtet haben. Und wir haben dann im Achtelfinale auch noch eine Mannschaftspräsentation gemacht, indem es Fakten über den Verband gab und den Kader, wie er im Mai stand. Aber diejenigen, die das alles geguckt haben, denen muss ich das natürlich gar nicht sagen. Die wissen das alles. Und deshalb werde ich mich jetzt hier aufs Kommentieren der Spiele konzentrieren. Und ich denke, da wird sich sehr, sehr viel vom Text wiederholen. Aber da fühlt ihr euch dann ganz zu Hause.
wie es auch beim richtigen Game ist. Da wiederholen sich die Sätze ja auch ständig und bei mir wird das auch passieren. Und ja, das jetzt hier die vielleicht kurze Einleitung, die jetzt hier in diesem Part noch Platz hat. In Zukunft also wird es mehr oder weniger nur Berichterstattung übers Spiel geben. Und wir sehen hier die Japaner jetzt im Angriff, bisher noch ein recht ausgeglichenes Spiel. Die Brasilianer hatten die bisher beste Chance, aber da war der Goalie auf dem Posten. Und hier jetzt vielleicht Neymar. Neymar zieht los. Neymar kommt zum Abschluss, aber Kawashima geht gut raus und hat dann auch den Ball sicher. Kein Tor hier also für Neymar. Neymar hat, glaube ich, im ganzen Turnier hier bei mir noch kein Tor erzielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich muss hier mal meine schlaue Agenda fragen, bei der ich alles eingetragen habe. Ja, Oscar hat zweimal getroffen für die Brasilianer. Dann hat Hulk getroffen, Thiago Silva hat getroffen. Und dann war es das auch schon. Ja, Jo hat noch getroffen und im Achtelfinale dann Fred zweimal. Ja, also Neymar wartet noch auf seinen ersten Turniertreffer hier bei mir. Oscar, der schon zwei hat, versucht hier jetzt vorne. Wer war das? War das? Fred mit dem Tor. 1:0 für Brasilien. Es ist erneut Fred, der trifft. 20. Minute, 1:0 für die Brasilianer. Brasilien geht hier also in Führung. Und das heißt hier jetzt, der Favorit liegt vorne und der Außenseiter ist gefordert. Der Außenseiter muss mehr fürs Spiel tun. Wir sehen hier noch einmal den Pass. Wunderschön gespielt von Oscar auf Fred. Und der lässt Kawashima im Tor der Japaner keine Abwehrchance. 1:0 die Führung für den Gastgeber. Ja, mal sehen, wie die Japaner jetzt auf dieses Tor hier reagieren können. Die Japaner bisher im Turnier waren die schon mal in Rücklage? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht mehr. Gegen Kolumbien? Ging da Kolumbien erst in Führung oder ging da Japan in Führung? Ich weiß es nicht mehr. Und ja, mal sehen, wie die Japaner jetzt mit diesem Rückstand umgehen werden. Auf jeden Fall sind sie jetzt gefordert und oh, da schon wieder Fred an vorderster Front, der sich hier den Ball schnappt. Dann ein paar Übersteiger ansetzt, dann Marcelo. Ja, die Brasilianer hier sehr ballsicher. Luis Gustavo mit dem Pass in die Tiefe. Neymar erreicht ihn noch. Was macht Neymar? Er bringt den Ball zur Mitte. Oh, fast ein Eigentor. Und dann Pfostenschuss. Pfostenschuss. War das wieder Fred, der da nur den Pfosten traf? Ich habe es nicht genau gesehen, aber Riesenchance hier aufs 2:0 für die Brasilianer. Und die Japaner müssen jetzt hier aufpassen, dass sie nicht komplett überfahren werden vom Gegner. Paulinho jetzt mit dem Ball. Paulinho spielt noch einmal zurück zu Marcelo. Marcelo bringt ihn in die Mitte, aber da steht Endo und kann klären. Hasebe jetzt für die Japaner. Können die sich mal lösen? Die Brasilianer rücken weit auf. Aggressives Vorchecking hier. Kagawa kann sich trotzdem durchsetzen. Oh, der Pass auf Okazaki öffnet den Raum. Und schön gespielt hier von Kagawa, aber Honda kann den Ball nicht kontrollieren und die Brasilianer haben die Situation geklärt. Aber dann Dani Alves mit einem fürchterlichen Pass in die Mitte zu Endo. Kagawa, jetzt läuft der Ball. Maeda, aber dann ist Dante dazwischen und die Chance schon wieder unter. Schon wieder nur so eine unnötiger Fehlpass in die Mitte gespielt von den Brasilianern. Schon wieder ungenügend geklärt, aber die Brasilianer bereits schon wieder im Ballbesitz und hauen ihn wieder nach vorne. Und schon wieder steht da nur ein Japaner und kann ihn übernehmen. Also jetzt momentan läuft es den Brasilianern etwas um. Kagawa kommt in den Strafraum, aber wird dann von Dante noch gestoppt. Und jetzt können sich die Brasilianer endlich mal wieder befreien. Das war jetzt eine Druckphase der Japaner, die zwar zu keiner Chance geführt hat, aber trotzdem gezeigt hat, dass die hier das natürlich noch nicht aufgeben. Oscar jetzt mit einem Gegenangriff. Schlechter Pass, Marcelo erreicht ihn gerade noch. Der dann zu Fred, oh, und dann schon wieder so ein Katastrophenpass. Was ist mit den Brasilianern jetzt plötzlich los? Die reihen jetzt hier einen Fehlpass an den anderen. Das war jetzt aber wieder schön gespielt von den Japanern. Maeda, der hat auch schon getroffen in diesem Turnier. Spielt den Pass auf Nagatomo. Nagatomo lanciert Kagawa. Kommt Kagawa zum Flanken? Nein, er spielt ihn zurück auf Nagatomo. Und der kommt zum Flanken, aber viel zu weit. Keine Gefahr hier fürs Tor der Brasilianer. Absolut ungefährlich und es gibt Einwurf. Und damit haben die Brasilianer jetzt den Ball ja schon wieder verloren. Was ist da los? Maeda? Maeda, sie stehen zwar hinten gut. Dante blockt den Schuss ab. Aber diese Fehlpässe, die müssen aufhören. Das könnte sonst den Brasilianern noch das Genick brechen. Nagatomo spielt den Pass nach außen zu Okazaki.
Okazaki kommt aber nicht an Marcelo vorbei. Und jetzt vielleicht mal etwas Ruhe reinbringen seitens der Brasilianer. Das wäre jetzt vielleicht hier mal das richtige Rezept. Dani Alves spielt auf Hulk. Hulk zu Paulinho. Was macht Paulinho jetzt mit dem Ball? Findet keine Anspielstation, muss wieder zurückspielen zu Thiago Silva. Der lanciert dann gut Luis Gustavo. Und da ist eine Lücke frei. Ja, die Lücke gesehen. Fred mit dem Ball. Schön der Pass auf Hulk. Aber das war knapp offside. Etwas zu früh losgelaufen. Das wäre eine gute Aktion geworden. Der Ball von Hulk dann zwar am Tor vorbei. Das Tor hätte aber sowieso nicht gezählt. Denn der Schiedsrichter entscheidet richtigerweise auf Offside. Ja, noch 5 Minuten circa in dieser ersten Halbzeit zu spielen, wenn man die Nachspielzeit drauf rechnet. Die Japaner nach wie vor 0:1 zurück, werden jetzt hier versuchen müssen, vielleicht noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Das wäre natürlich ein psychologisch wichtiger Moment. Das wäre natürlich dann für die zweite Halbzeit noch einmal ein richtiger Energieschub. Und wer weiß, so wie die Brasilianer jetzt spielen, werden sie dann plötzlich noch nervöser, als sie jetzt schon sind. Die vielen Fehlpässe sind natürlich auch ein Zeichen der Nervosität. Das hat man auch im richtigen Spiel gegen Chile gesehen. Zwar nicht aufgrund von Fehlpässen, doch einfach die Angst zu scheitern, die merkte man den Brasilianern schon an. Und sie konnten einfach nicht befreit aufspielen. Und je länger das Spiel dauerte, desto schwieriger wurde die Situation auch für die Brasilianer. Und dann in der Verlängerung sowieso, da stand man sogar knapp vor dem Ausscheiden am Ende, weil man eben fast zu vorsichtig wurde und dann ja schlussendlich im Elfmeterschießen, da hatte man das, ja, ich sage jetzt nicht das Glück auf seiner Seite, aber die Chilenen haben zum Teil schon ziemlich schlecht geschossen. Ich will hier gar nicht die Leistung des Goalies in Frage stellen. Oh, hier Julio César, wenn wir gerade vom Goalie sprechen, muss diesen Schuss von Honda klären, weil der wäre wahrscheinlich drin gewesen. Die Japaner hier noch einmal kurz vor der Pause mit einer guten Aktion, aber Julio César ist auf dem Posten und kann zum Eckball klären. Dann der Eckball wird von Kagawa getreten. Ach, viel zu nah aufs Tor. Oh, aber Julio César greift am Ball vorbei. Aber dann war da noch Neymar, glaube ich, sogar auf der Torlinie, der da den Ball wegschlagen konnte. Und die Japaner immer noch im Ballbesitz. Also die haben hier das Spieldiktat nach dem 1:0 ganz klar an sich gerissen. Hier ist jetzt aber Pause. Die Brasilianer führen mit 1:0. Aufgrund der Startphase würde ich sagen, wäre es verdient. Aber aufgrund der letzten 20 Minuten, die wir gesehen haben, müssten sich die Brasilianer nicht wundern, wenn es hier 1:1 stehen würde. Denn die Japaner, die haben aufgedreht und kamen viel besser ins Spiel. Hier noch einmal die erste Chance von Hulk. Da konnte Kawashima noch klären. Auch bei dieser Aktion hier, ich glaube, das war auch Fred, der da die Chance hatte. Und dann hier das Tor von Fred in der 20. Minute. Dann hier diese Großchance, als Luis Gustavo nur den Pfosten trifft. Und dann hier noch auf der anderen Seite diese letzte Chance von Honda, die wir gerade vorhin noch gesehen haben. Schauen wir noch auf die Statistiken. Ja, und dabei sehen wir, dass die Ballbesitzanteile nahezu ausgeglichen waren. Die Brasilianer sind sehr zweikampfstark. Bei den Chancen, bei den Schüssen aufs Tor führt man auch, aber das war vor allem in den ersten 20 Minuten, als man, ich meine, von diesen 5 Schüssen waren mindestens 4 in den ersten 20 Minuten. Danach sah man von den Brasilianern nicht mehr allzu viel und die müssen sich in der zweiten Halbzeit steigern. Ansonsten gleicht hier Japan vielleicht noch aus, wenn die so weitermachen. Und wir schalten jetzt wieder zurück, raus ins Stadion. Wir sind zurück zur zweiten Halbzeit. Die Japaner mit dem Anstoß jetzt von links nach rechts spielend. Die Brasilianer natürlich in ihren Standardtrikots, gelbe Shirts, blaue Hosen, weiße Stutzen von rechts nach links. Und hier gleich jetzt mal im Angriff, werden jetzt hier versuchen, die Partie wieder in den Griff zu kriegen, nachdem man zum Ende der ersten Halbzeit hin etwas gar fahrlässig mit den eigenen Chancen umging. Kagawa hier jetzt auf Honda gespielt. Ah, schon wieder die... Ja, aber dann läuft er mal einfach mit dem Ball ins Aus und das war jetzt natürlich auch von den Japanern keine gute Aktion hier von Kagawa. Paulinho jetzt mit dem Ball, Marcelo spielt ihn zu Neymar, aber der kann den Ball nicht kontrollieren. Uchida hat nun den Ball und versucht hier jetzt einen Angriff auszuführen. Ja, gut gespielt, auf Doppelpass mit Okazaki, aber dann geht Neymar dazwischen, aber Neymar geht dann auch zu Boden. Etwas unmotiviert, wie das hier ausgesehen hat. Jetzt die Japaner bereits schon wieder im Ballbesitz. Sie werden hier jetzt natürlich versuchen, möglichst schnell den Ausgleich zu erzielen. Denn je länger das Spiel dauert,
desto müder werden natürlich auch die Beine, desto weniger Energie hat man. Ushida ist im Strafraum drin, muss wieder nach außen spielen zu Hasebe. Hasebe spielt ihn auf den Flügel zu Okazaki, der flankt den Ball zur Mitte, aber Honda kann den Ball nicht kontrollieren und die Brasilianer können sich lösen über Oscar und Marcelo wieder über diese Seite und wieder auf Neymar. Ja, Neymar wird jetzt immer öfters gesucht. Was macht Neymar? Neymar spielt den Pass in die Tiefe, aber da hat Kawashima aufgepasst. Keine weitere Gefahr fürs Tor der Asiaten. Und Kawashima löst mit diesem Auskick gleich den nächsten Angriff. Oh, schön! Kagawa, kann er sich durchsetzen? Oh, noch hat er schönere Pass auf Maeda, aber dann geht Paulinho dazwischen. Oh, das war aber jetzt auch nicht hundertprozentig sauber, diese Aktion, aber der Ball wurde scheinbar auch noch gespielt. Der Schiedsrichter interveniert nicht. Interveniert jetzt hier aber auf der anderen Seite und es kommt zu einem Wechsel. Paulinho verlässt das Spiel und Ramirez kommt für ihn. Und dadurch erhofft sich jetzt der Trainer wohl neue Impulse aufs Spiel. Von hinten heraus, Ramirez wird die Position von Paulinho 1:1 übernehmen. Da ist Ramirez schon einmal außen auf dem Flügel. Ramirez mit einer ersten Aktion, ja, das ist gleich schon mal ein bisschen Offensivpower, die da reinkommt. Oh, Kopfball von Luis Gustavo, aber keine Mühe hier für Kawashima, diesen Ball zu parieren. Bald eine Stunde gespielt, immer noch 1:0 für die Brasilianer durch das Tor von Fred in der 20. Minute. Und hier schon wieder geht Ramirez dazwischen. Der bringt jetzt hier neuen Schwung ins Spiel der Brasilianer. Da wird er schon wieder gesucht, aber da kommt er jetzt nicht ran an den Ball. Die Japaner haben hinten gut aufgepasst und können jetzt ihrerseits, ja, Fehlpass, Dani Alves geht dazwischen. Hulk losiert da draußen schon wieder Ramirez. Der ist wirklich überall, Ramirez. Aber auch dieser Pass kommt nicht an. Auch da können sich die Japaner erneut lösen. Aber die Einwechslung von Ramirez hat schon frischen Wind gebracht in das Spiel der Brasilianer hier. Und jetzt geht es mal wieder über die andere Seite, über Neymar. Neymar sucht da draußen bereits schon wieder Ramirez, aber der wird da nicht gefunden. Also Ramirez spielt ganz klar offensiver, als es Paulinho getan hat. Die Brasilianer versuchen hier nicht, sich auf dem 1:0 auszuruhen, sondern die wollen einen weiteren Treffer erzielen. Aber müssen natürlich aufpassen, dass man sich nicht ein Gegentor fängt. Hasebe spielt zurück auf Endo. Endo zieht ab, aber der Ball geht am Tor vorbei. Da muss Julio César nicht eingreifen. Das war keine wirkliche Torgefahr. Und wir sehen hier Fred im Bild, den Torschützen des 1:0. Hier in der Großaufnahme. Für ihn ist das Spiel jetzt zu Ende. Jo kommt rein. Jo hat ja auch schon ein Tor erzielt an dieser Weltmeisterschaft. Er ersetzt jetzt Fred für diese letzten 25 Minuten, sofern es dann keine Verlängerung gibt. Also der zweite Wechsel auf Seiten der Brasilianer. Und hier kommt Jo. Auch er soll für neuen Offensivschwung sorgen, so wie es scheint. Flanke kommt zur Mitte, aber Kono kann klären. Aber nur bis zu Oscar. Oscar nimmt den Ball dann Ramirez, der jetzt eher in die Mitte gerückt ist. Hulk. Was macht Hulk jetzt mit dem Ball? Spielt ihn raus zu Dani Alves. Was macht Dani Alves da vorne? Er versucht Ramirez frei zu spielen, doch der stand beim Pass im Offside. Ja, gut gesehen. Zwar knapp, aber es war Offside und deshalb Entlastungsfreistoß für die Japaner. Kawashima steht beim Ball und spielt den Ball raus. Und die Japaner jetzt über Endo mit einem nächsten Angriffsversuch. Aber die Brasilianer rücken jetzt weit auf, betreiben aktives Forechecking, lassen den Japanern keine Räume mehr. Ganz anders spielen hier jetzt als noch zum Ende der ersten Halbzeit, als die Japaner viel Platz hatten und durch zahlreiche Abspielfehler der Brasilianer immer wieder gefährlich nahe ans Tor kamen, aber dann war meistens noch ein Bein dazwischen, so richtige Torgefahr entstand nur ein einziges Mal beim Schuss von Honda. Jetzt Jo spielt ihn aber wieder zurück zu Endo. Was für ein Fehlpass hier. Maeda kann den Pass nicht spielen, weil da sich, war das Honda, der sich da im Offside befand? Dann Hasebe jetzt über den Flügel zu Nagatomo lanciert Kagawa. Kann Kagawa flanken? Kagawa kann flanken. Der Ball kommt sogar an bei Honda, aber dessen Schuss wird wieder vorher abgeblockt. Ja, die Brasilianer, die stehen da hinten wirklich sehr kompakt. Sind zwar nicht unbedingt so sicher bei den Abspielen. Viele Fehlpässe waren im Spiel, zumindest noch in der ersten Halbzeit. Das hat jetzt auch gebessert. Aber was von Anfang an perfekt war, war die Abwehr. Die stand da wirklich immer goldrichtig und lässt da eigentlich keine wirkliche Torgefahr zu. Jetzt noch einmal die Japaner. Kagawa. Aber verliert den Ball gegen Hulk. Hulk auf Ramirez. Ramirez zu Oscar, der wieder zurück zu Ramirez. Ja, dieser Ramirez, der hat wirklich
seit der im Spiel ist, läuft es den Brasilianern wieder wesentlich besser. Auch wenn jetzt hier der Fehlpass kommt und Maeda vielleicht den Gegenangriff über Honda auslösen kann, aber auch da sind schon wieder 3-4 Brasilianer hinten zur Stelle. Oh, der Pass in die Tiefe, Maeda kommt aber nicht an den Ball. Doch, er kommt noch an den Ball, aber dessen Kopfball wird von Dante zum Eckball geklärt. Corner jetzt also für die Japaner. Vielleicht können sie aus einem Stehenball eine Torgefahr generieren. Wir werden das jetzt dann gleich sehen. Da sehen wir, Dante lenkt den Kopfball von Ishida noch ab. Und hier sehen wir Neymar und Luis Gustavo. Muss einer der beiden jetzt raus? Gibt es da den nächsten Wechsel? Meistens, wenn die Regie Spieler einblendet, gibt es einen Wechsel. Und hier gibt es jetzt tatsächlich einen Wechsel. Luis Gustavo geht raus, Hernanes kommt rein und auch die Japaner wechseln ein erstes Mal. Maeda verlässt das Spiel und Havanar kommt rein. Und hier eine gute Chance von Okazaki, aber dann ist der Pfosten im Weg, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Brasilianer können hier sich wieder befreien. Können sie jetzt den Konter fahren über Jo? Nein, Nagatomo ist zur Stelle, läuft Jo den Ball ab und kann wieder den Gegenangriff auslösen. Aber dann steht da Hernanes schon wieder zu. Hernanes, der Neue reingekommen ist. Jetzt Jo auf Hernanes, die Neuen im Zusammenspiel. Dann wurde da, glaube ich, Neymar gesucht, aber der Pass kommt nicht an. Hasebe auf dem Flügel außen wäre einer frei, aber der wird nicht angespielt. Der Pass geht zu Nagatomo und es ist wahrscheinlich Kagawa da vorne, der so frei stand. Jetzt Hasebe, jetzt kommt der Ball hin. Ja, es ist Kagawa und jetzt Havanar, der Eingewechselte, aber der spielt den Pass einmal zurück und dann stand da einer im Offside. Ich glaube, es war Ushida, der da vorne ins Offside lief und hinten war auch noch Honda ebenfalls im Offside. Also da rückte die brasilianische Abwehr gut auf. Noch rund 8 Minuten zu spielen, nach wie vor 1:0. Die knappe Führung für die Brasilianer, aber am Ende würde natürlich niemand fragen, wenn Brasilien ins Halbfinale einzieht, wie sie das geschafft haben. Da zählt nur die Tatsache, dass man das Halbfinale erreicht hat. Und über die Art und Weise, da wird auch er hier sich nicht weiter beschweren. So, wir sehen hier den Captain Hasebe. Ist für ihn jetzt das Spiel zu Ende? Es ist davon auszugehen, wenn er eingeblendet wird, gibt es meistens den Wechsel. Und wir sehen jetzt hier den Wechsel tatsächlich. Hasebe geht raus und Nakamura kommt rein. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer jetzt der neue Captain der Japaner ist. Von hier aus nicht zu erkennen. Dante spielt den Ball raus auf Neymar. Neymar findet Oscar und Oscar spielt zu Jo. Der hat natürlich noch Energie, der wurde erst eingewechselt. Was macht Jo jetzt mit dem Ball? Er wird da von Kono attackiert und Kono macht das im Stile eines Routiniers. Nimmt er da Jo den Ball ab, Yoshida jetzt. Aber da hinten rumspielen, das bringt die Japaner auch nicht weiter. Die müssen jetzt nach vorne spielen, aber die Brasilianer machen die Räume wirklich gut eng da hinten. Da ist kaum ein Durchkommen für die Asiaten. Ja, jetzt Havanar, vielleicht geht jetzt mal was. Was macht Havanar jetzt mit dem Ball? Spielt die nach draußen zu Kagawa. Kagawa lanciert auf dem Flügel noch einmal Nakamura. Nakamura, aber Ramirez klärt zur Ecke. Vielleicht jetzt hier mit dieser Ecke noch einmal eine Chance für die Japaner. Was macht Kagawa? Er bringt den Ball nahe vor das Tor, aber da steht keiner. Der Ball geht viel zu weit und Hernanes kann klären. Und die Brasilianer können jetzt hier noch einmal einen Gegenangriff auslösen über Neymar. Neymar findet keine Anspielstation, er passt den Ball quer, aber da kann Ramirez den Ball nicht annehmen und Kagawa übernimmt ihn, spielt ihn zu Endo, der wieder zurück zu Kagawa. Der zu Havanar. Was macht Havanar jetzt? Oh, verliert den Ball und Dante klärt auf Neymar. Neymar jetzt noch einmal, vielleicht mit einer Offensivaktion, hier auf dem Flügel raus zu Hernanes. 2 Minuten werden oben drauf gepackt. 2 Minuten Nachspielzeit noch. Vielleicht gibt es noch einen letzten Angriff. Aber dann müssen die Japaner jetzt den Ball erobern. Die Brasilianer kontrollieren den Ball jetzt hier, machen das gut, spielen noch etwas die Zeit herunter. Und das war's. Das ist der Schlusspfiff. Brasilien erreicht das Halbfinale durch ein einziges Törchen von Fred. Und die Japaner sind somit ausgeschieden. Die Japaner scheitern im Viertelfinale am Gastgeber und die Party geht für den Gastgeber weiter. Die Brasilianer können weiter feiern, erreichen hier das Halbfinale. Wir sehen hier noch einmal ein paar Szenen. Hulk in der 5. Minute mit einer guten Torchance. Dann auch hier die Chance von Fred in der 16. Minute, der dann in der 20. Minute das entscheidende Tor erzielen kann. Und dann hier Luis Gustavo hatte 5 Minuten später gerade das 2:0 auf dem Fuß, aber dann stand der Pfosten im Weg. Dann hier
Hondas Chance kurz vor der Pause war die beste Chance der ersten Halbzeit der Japaner. In der zweiten Halbzeit gab es dann noch den Pfostenschuss von Okazaki. Ich weiß nicht, ob wir den auch noch einmal sehen werden. Hier Endo mit einer Chance, aber der war nicht sonderlich gefährlich. Die Chance von Okazaki später war gefährlich, aber normalerweise Pfostenschüsse sieht man nicht. Ja, und wir sehen das hier auch nicht und blicken deshalb noch auf die Statistiken in diesem Spiel. Ja, und da sehen wir, dass die Japaner in der zweiten Halbzeit deutlich mehr noch aufs Tor schießen konnten, aber wirklich gefährliche Aktionen schauten dabei nicht mehr raus und deshalb denke ich, der Sieg geht gesamthaft gesehen in Ordnung. Brasilien also im Halbfinale. Gegner von Brasilien, der wird heute Abend hier gesucht um 21 Uhr zwischen zwei Mannschaften, die in echt zwar schon ausgeschieden sind, aber für mich freut es natürlich, dass sie noch drin sind. Bei mir ist die Schweiz noch mit dabei und spielt heute Abend hier auf dem Kanal um 21 Uhr gegen Portugal. Da dürfen wir gespannt sein, scheitert nach Messi auch Cristiano Ronaldo an der Schweiz oder ist Portugal Endstation für die Schweiz in diesem Turnier? Wir werden sehen, heute um 21 Uhr. Für diejenigen, die jetzt gleich das Richtige Viertelfinale gucken, wünsche ich viel Spaß beim Spiel Brasilien gegen Kolumbien und für alle anderen und sowieso lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!